Hi. Hi. Wir sind Mirella und Mike. Und wir werden nach Amerika auswandern. Wir haben uns entschieden, diesen Kanal aufzumachen. Einfach mal, um euch von unseren Erlebnissen zu erzählen. Und zwar ist es so, dass wir im Jahr 2021 die Green Card Lotterie gewonnen haben. Richtig, genau. Einfach so. Wir haben 2020 uns quasi beworben, im Oktober war das. Genau. Und haben uns keine große Hoffnung gemacht. Richtig. Eigentlich war das ein So-Versuch. Ja. Ja, weil wir gedacht haben, es spielen so viele mit, wieso sollen wir gewinnen? Richtig. Aber wir wollten es machen. Also der Plan war sowieso, 2019 wollten wir das schon machen. Berufliche Herziehen. Genau. Aber leider kam dann eine gewisse Krankheit, eine gewisse Pandemie. Über die ganze Menschheit über. Über die gesamte Menschheit, die uns davon abgehalten hat, richtig, nach Amerika zu kommen. Also hat sich das alles verschoben. Haben wir das alles beiseite gelegt erstmal, haben alles abgewartet und haben gesagt, okay, wenn noch alles einigermaßen gefröstelt ist und man hier nicht so einfach reinkommt, weil alles war noch geschlossen, konnte man sich aber schon bei der Green Card bewerben und das haben wir dann einfach gemacht. Deswegen Oktober 2020 haben wir uns beide beworben und im April 21, April war das, ja. Mai. Mai. Im Mai 21. Genau, haben wir die Ergebnisse bekommen und siehe da. In dieser Woche. Oh mein Gott, ich krieg nicht mehr ein. Kentucky Consular Center. You will receive document submission instructions by... Oh mein Gott, wir haben... Oh mein Gott, Mose, ist dir klar, was das... Ist das jetzt schon... Ja, das ist das. So, das sieht so amtlich aus. Das ist krank. Also, das ist nicht krank, das ist cool. Oh mein Gott. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Oh mein Gott, Mausi, das dürfen wir niemandem erzählen. Oh mein Gott. Jemand ich hat gewonnen. Ja, wer hätte das gedacht? Ich muss sagen, das war damals ein Moment, das war schon sehr schockig. Positiv schockig, aber schockig. Das war, genau, weil wir hatten es eigentlich nur dadurch, dass diese ganze Situation mit Corona war und das alles, hatten wir uns langsam damit angefreundet, dann doch in Deutschland zu bleiben. Das heißt, ja, wir haben uns eine Wohnung gekauft. Wir haben uns sogar eine Eigentumswohnung gekauft, ja. Richtig. Beziehungsweise sogar zum Ausbau, ja. Eine Dachgeschosswohnung zum Ausbau, also ein größeres Projekt, praktischen Hausbau. Ja. Praktisch ein eigenes Ein Projekt, was wirklich noch 1-2 Jahre danach mit sich bringt, dass man begleiten muss. Ja. Deswegen war das so ein bisschen, und nun? Was machen wir denn jetzt? Ja, das war ein bisschen schockig. Wir brauchten ein paar Tage, um zu verdauen, dass es wirklich soweit ist. Und ich weiß nicht, ob ihr wisst, aber nachdem man gewonnen hat, hat man tatsächlich 2, 2,5, 3 Jahre, maximal 3 Jahre Zeit, bis man wirklich ausgewandert hat. Sonst ist das Ganze futsch. Ja? Das also, war's dann. Die Green Card kann man nicht benutzen, um nur zu reisen oder so. Aber das wollten wir ja auch nicht. Wir wollen bleiben. Also, das war schon unser Ziel. Genau, das war unser Ziel. Es kam bloß einfach unerwartet. Man bewirbt sich und dann kommt es unerwartet. Das ist ein bisschen crazy, ne? Das ist ein bisschen wie Weihnachten, kommt ganz überraschend immer um die Ecke. Ja. Naja, jedenfalls... Für mich ist es immer so. Ja, für mich auch. Ja, jedenfalls haben wir uns entschieden, okay, dann ziehen wir nach Amerika. Wir sind beide Ingenieure in der künstlichen Intelligenz, also Techies. Totale Nerds. Genau. Beruflich wollten wir schon immer hierher, weil es einfach... Das ist das Mutterland. Schiff. Genau, hier kommt alles her. Hier hat es den Ursprung und hier passiert es auch. Und wir haben uns gedacht, okay, wir wissen jetzt in Deutschland, wie es funktioniert, den ganzen Unternehmen. Wir haben da schon beruflich ordentlich reingeschnuppert, aber jetzt wollen wir mal hierher. Ja, genau. Und uns das mal anschauen, einfach wie mal, das hier gemacht wird. Genau, einfach mal zum Mutterschiff. Mutterschiff. Und zumindest bilden wir uns das ein. Richtig. Ja, jedenfalls, also haben wir gesagt, gut, dann reißen wir das Ruder wieder zurück um. Das Haus muss noch gebaut werden, tatsächlich. Also das befindet sich noch in Babyschuhen. Aber alles andere versuchen wir so ganz langsam anzugehen. Wir haben für euch auch alles aufgenommen vom Prozess her. Was mussten wir machen? Wohin mussten wir? Der Prozess war wirklich ein Prozess. Das war ein langwieriger, komplizierter
und auch sehr bürokratieintensiver Prozess tatsächlich. Und man weiß auch bis zum Ende nicht, ob man wirklich eine Green Card bekommt. Richtig. Also man gewinnt eigentlich nicht die Green Card, man gewinnt das Recht darauf, sich für die Green Card zu bewerben. Ja, das muss einem auch ganz klar sein. Deswegen haben wir auch bis zum Ende niemandem davon erzählt, bis wir nicht wussten, okay, das passiert tatsächlich. Es passiert wirklich und eigentlich ist es wirklich erst passiert für uns, als wir dann wirklich über die Grenze gegangen sind mit dem eigentlichen Stempelvisum, was wir dann jetzt eigentlich erst vor 2 Wochen bekommen haben. Ja. Ja, genau. Also es ist, aber zum Prozess haben wir so viele Videos und wir werden wahrscheinlich ganz viele das Videos werden wir machen. Dann gesondert uns nochmal schön, genau. Dass ihr das auch mal sehen könnt. Genau. Und falls ihr Lust habt, uns einfach mal dabei zu folgen, wie wir hierher ziehen und uns unsere Stadt aussuchen und alles, dann folgt uns einfach. Wir werden weiterhin versuchen, euch mitzunehmen auf unseren ganzen Abenteuer, weil die Auswanderung hat noch nicht mal begonnen. Also das Abenteuer beginnt, würde ich sagen, jetzt. Wir werden euch versuchen, überall mitzunehmen, euch alles zu zeigen, das ganze Prozess, alles, was möglich ist. Es wird kompliziert, es wird komplex, das wissen wir auch. Es wird schmerzhaft. Und deswegen, falls ihr Lust habt, zuzuschauen, was noch so geschieht und was alles noch passiert. Abonniert uns einfach. Abonniert uns. Schreibt uns Kommentare, folgt uns, was auch immer man auf YouTube macht. Fragt uns egal was. Wir sind auch auf Instagram. Also fragt uns einfach egal was. Wir werden versuchen, euch zu beantworten, die Fragen zu beantworten oder ein Video darüber zu machen. Fragt uns einfach. Deswegen, wir sehen uns, ne? Keep Austin weird. Alright, alright, alright.